Du hast 2 Minuten. Rede. Es ist ganz einfach. Es gibt was, das Lucifer wissen sollte. Und du sagst es ihm. Ach, wirklich? Und wieso sollte ich das? Weil es um seine geliebte Chloe geht. Er verkraftet es besser, wenn du es ihm sagst, als seine engste Freundin. Lucifer ist vielleicht stur, aber auf dich hört er. Tut mir leid, aber mir Zucker in den Arsch zu blasen, wird nicht funktionieren. Du hast schlechte Nachrichten für deinen Sohn? Dann verdammt, überbring sie selbst. Nette Unterhaltung. Gott erschuf Chloe. Ja, irgendwie hat er sie doch alle erschaffen. Nein, Chloe war nicht dazu bestimmt, hier zu sein. Gott platzierte sie auf Lucifers Weg. Sie ist ein Wunder. Oh. Wie, liebes Twitterhöschen Decker, ein Wunder? Ich bitte dich. Vor 35 Jahren wurde Amenadiel hier in diese Bar geschickt, wo er sich an einem dieser Tische mit Penelope Decker unterhielt und sie segnete, damit sie und ihr Mann ein Kind kriegen konnten. Dieses Kind ist Lucifers Partnerin. Es ist kein Zufall, dass sie sich getroffen haben. Amenadiel hat Penelopes Genitalien gesegnet, oder wie? Moment, ist Amenadiel Chloe Deckers Daddy? Hör auf, mach dich nicht lächerlich. Denk doch mal drüber nach. Hast du dir nie die Frage gestellt, warum genau dieser Mensch Lucifer verwundbar werden lässt? Aber wenn du mir immer noch nicht glaubst, solltest du dir was ansehen. Was, wenn er nicht kommt? Wenn er sagt, dass er kommt, kommt er auch. Messekin! Interessanten Laden hast du dir ausgesucht. Na, sieh mal einer an, wie sich die Zeiten doch ändern. Was ist das? Verfeindete Himmelswesen gehen aus. Warum setzt du dich nicht, Lucifer? Da gibt es etwas, das wir besprechen sollten. Oh, ein übernatürliches Interventionstreffen. Tja, was auch immer ihr zwei im Schilde führt, ich bin heute zu glücklich, um mir den Tag von euch verderben zu lassen. Ach, wirklich? Ja. Der Detective und ich, entschuldigt, Chloe und ich, das ist was Ernstes. Ich hätte nie geglaubt, dass das passiert, aber das ist es. Ich habe dieses überwältigende Gefühl, das ich kaum beschreiben kann, aber ich fühle mich unbesiegbar. Also, Ladies, raus damit, was auch immer es ist. Ich bin sicher, ich kann es verkraften. Vergiss es. Komm mit. Was? Na los, es gibt nichts zu überreden. Ich bin noch gerade erst gekommen. Wir hatten das doch besprochen, Messekin. Nein. Nur du hast geredet. Und ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ich dachte, du verstehst es. Wir tun das für ihn, Mace. Ach ja? Oder versuchst du nur, deinem Ex eins auszuwischen? Du hast keine Ahnung, worum es hier geht. Glaub's mir. Ich wusste, dass du irgendwas im Schild führst, aber... Was ist das hier? Was macht ein Männerdeal da mit Chloes Mom? Ich schätze, das weißt du bereits. Spiel. Kein Spielchen mit mir, Mutter. Was ist das? Ich wollte es dir eigentlich auf schonendere Weise sagen. Aber die gibt es wahrscheinlich nicht. Die Wahrheit ist... Hör auf! Das ist das Werk deines Vaters. Chloe ist sein Werk. Er platzierte sie auf deinem Weg. Dann war nichts davon echt. Nicht. Lucifer! Detective, ich muss mit ihm reden! Detective! Wussten Sie es? Haben Sie es die ganze verdammte Zeit gewusst? Lucifer, irgendwas stimmt nicht.
hört nicht auf.